Für günstige und sichere FIFA-Coins checkt gerne meinen Sponsor IG voll ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaufen unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footcraft-Battle gegen meinen Bruder, wie jeden Sonntag um 18 Uhr. Lasst gerne heute wieder ein Like da. Lasst gerne wieder ein Abo oder wenn es euch gefällt. 2222 Likes, doch easy, oder? So safe, Leute. Gerne abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Der Kollege hat heute sein bestes FIFA 18 Footcraft gebaut. Das ja, ein bisschen lang mit FIFA 18 gebaut. Da kann man so schnell sagen. Ich muss sagen, generell waren beide Teams absolut heftig. Es gibt manchmal so Tage, da kann man einfach heftige Teams bauen. Und manchmal so Tage, da sind die Teams irgendwie immer kacke. Ich weiß auch nicht. Und heute war ein heftiger Tag. Deswegen zieht euch beide Teams rein, Leute. Und wir hatten beide einfach den seltensten Footcraft-Spieler überhaupt. Falls ihr jetzt noch Bock habt, Leute, checkt gerne meinen Shop aus. Ab jetzt, wo ihr das Video seht, gibt es auch die limitierten Nice-Hoodies in meinem Shop. Den hier in Schwarz gibt es 200 mal limitiert. In Weiß gibt es einen Odd 200 mal limitiert. Bis zum 6.4. Das heißt, falls ihr euch davon einen holen wollt, seid schnell. Ich weiß nicht, wie lange es die geben wird. Wenn die natürlich vor dem 6.4. schon weg sind, dann sind sie natürlich schon vorher weg, Leute. Und zu jeder Bestellung bis zum 6.4. als Oster-Special gibt es auch, ihr wisst es, eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben dazu. Und die goldene Nice-Tasse limitiert gibt es auch gratis dazu. Beste Tasse, Leute. Könnt ihr mal schön euren Tee draus trinken oder was auch immer. Kaffee, keine Ahnung, oder Cola. Was weiß ich, Leute. Ihr wisst Bescheid, Leute. Oder gerne Milch, abchecken. Oder Milch. Link ist oben in der Beschreibung. Und nicht nur, wie gesagt, zu den limitierten, sondern zu jedem Hoodie gibt es diese zwei Sachen dazu. Also auch zu den alten Hoodies oder auch zu denen, die jetzt auch neu im Shop sind. Also gerne abchecken. Verpiss dich, Leute. Gerne abchecken, Leute. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's. Yeah. Ab geht's, Leute. Ich fange wie immer an. 3-4-2-1 Formation. Come on, bitte. Ronaldo for birthday. Bale. What? Ach, komm, Alter. Aber Bale geht, glaube ich, ins rechte Mittelfeld, oder? Jawohl, ey. Eigentlich ganz gut. Bale im rechten Mittelfeld ist in Ordnung. Okay, ich nehme Gareth Bale mit. So kann es weitergehen. Foot Birthday Karten brauchen wir also. Bale hat auch eine, aber Linksverteidiger, den hätten wir eh nicht einbauen können. Okay, linkes Mittelfeld. Wird wahrscheinlich eh broke. Oh, Son, Alter. 87er Son geht klar. Und 87er Brahimi. Ey, der Typ hat doch schon 3 Infos dieses Jahr. Die dreht richtig durch. Aber immer noch keine Foot Birthday Card. Okay, erster Innenverteidiger. Oh, Maicon, Digga. Legende hier. Sollen wir mitnehmen? Was meinst du? Maicon, ne? 80er Rating. Geht klar. Okay, ZM. Wird jetzt mal die erste Foot Birthday Card. Komm, was ist denn mit den Servern los? Komplett am Laggen hier gerade. Vera, Parolo, De Bruyne, aber. Jetzt Team auf dir, was meinst du trotzdem mitnehmen, oder? Muss man eigentlich, ne? Ich weiß nicht. Ja, komm, Alter. Ich nehme ihn einfach mal mit. Obwohl, Koke wäre für die Chemie vielleicht ganz gut. Komm, ich nehme erstmal Koke mit. Wir nehmen erstmal Koke mit. Wir machen mal ein bisschen was anderes. Okay, Torwart, Innenverteidiger, gehen wir hoch auf die Stürmerposition. Ederson, Horn, Reina. Ah, der Spanier, aber der hier linkt. Ederson, Premier League geht gleich. Ich nehme Ederson erstmal mit. Okay, letzter Innenverteidiger geht's auf die Stürmerposition und danach auf den rechten Flügel dann gleich Hummels. Oh, 90er Hummels. Das war nice. Aber Hummels können wir halt auch nicht einbauen. Ja, das war eigentlich... Nacho Fernandes wäre gut für die Chemie, aber... Ja, ich nehme Hummels mehr. Man muss auch ein paar High-Rated-Spieler einbauen. Das ist ja sonst hier langweilig. Okay, wir machen jetzt die Stürmerposition, hatte ich gesagt. Und das machen wir auch. Okay, ab geht's. Come on, lass wenigstens einen guten Stürmer am Start sein. Der könnte gut werden. Higuain, Lacazette. Oh, Lewandowski. Was meinst du? Lewandowski? Könnte man mitnehmen, aber... Nein, vielleicht kriegen wir Robben. Higuain bringt mir halt auch nichts, weil ich will ja eigentlich auf dem rechten Flügel... Dings nimm Jesus mir raus, dann. Jesus, nee, ich nehme Lewandowski mit, Alter. Juckt mich gar nicht. Zweiter Bayern-Spieler. Okay. Innenverteidiger ZM, linker Flügel, rechter Flügel. Das ist die Taktik. Vertonghen. Ich hoffe mal, die Taktik geht auf. Boah, Bernatia, der wäre noch bei Bayern gewesen letzte Saison. Wäre nice gewesen. Aber Vertonghen ist auch nice. Der linkt hier wegen Tottenham. Son, ganz okay. Von daher eigentlich ganz nice. Was ist hier heute los mit dem Server? Das dauert alles so lang. ZM! Und dann geht's auf die Flügelposition. Oh, Milinkovic Savage. Nice, man. Path to Glory. Das sieht man bunt hier, ne? Wir müssen irgendwann mal wieder die Challenge machen, wie in FIFA 17. So viele verschiedene Karten wie möglich in einen Draft zu bekommen. Kartenfarben natürlich. Okay, linker Flügel. Wenn das jetzt Ronaldo wird, darf ich ihn nicht mitnehmen. Oh, Dybala. Hätte ich doch besser Higuain mitgenommen. Scheiße, Alter. Coutinho. Ah, Coutinho. Auch gar nichts. Kann ich auch Neymar mit einem 95er Rated? Ich glaube, ich nehme jetzt Dybala mit, weil ich glaube, Neymar kriegen wir so oder so auf der Bank nochmal und Dybala linkt ja hier immerhin Milinkovic Savic. Von daher eigentlich ganz nice. Ah, Lewandowski war ehrlich ein Fehler, Mann. Scheiße, ey. Okay, bitte.
Path to Glory, sag ich schon. Foot Birthday von Ronaldo. Nein, Mann. Messi Team of the Year. Ey, Higuain ist so perfekt gewesen. Ich bin selber schuld, Mann. Selber schuld. Kacke, ey. Team of the Messi ist natürlich nice. Das Team ist eigentlich bei Higuain mitgenommen. Da wären wir jetzt bestimmt auf 78 Chemie oder so. Scheiße, Mann. Bin ich selber schuld. Aber jetzt nicht viel besser. Aber ja, jetzt nicht so mega krank. Aber hätte schon. Wow, Hazard Foot Birthday. Ey, wir haben zu viele rechte Flügelspieler, Mann. Das gibt's doch nicht. Ah, Hazard ist nice, Mann. Okay, 92er Hazard Foot Birthday. Geht klar, Leute. Nimmt man gerne mit. Weiter geht's. Ah, wir warten natürlich hier noch auf Ronaldo. Busquets und Silva. Okay, Busquets oder Silva? Was meinst du? Silva wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Busquets. Busquets? Ja, den könntest du auch zur Not in Innenverteidigung für mitstellen. Ja, wir nehmen erstmal Busquets mit. Okay, weiter geht's. Wir wollen halt noch eine komplett neue Defensive eigentlich. Die ist komplett Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Mertens und Sanchez. Sanchez wäre eigentlich ganz gut. Den nehmen, glaube ich, Mertens mit. Dann kannst du nämlich Dings reinstellen. Hazard. Stimmt. Okay, dann könnte ich Hazard reinstellen. Du hast ja den Vertonnen, dann kannst du Vertonnen darüber. Ja, stimmt, hast du recht. Stimmt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben wir einen Stürmer, aber die Stürmerposition ist ja mal richtig wichtig. Du weißt Bescheid. Aber da müssen wir natürlich einen von beiden. Das war, keine Ahnung. Das war auch nicht so geil. Hast du nicht De Bruyne mitgenommen? Nein, De Bruyne habe ich leider nicht mitgenommen. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir gleich nochmal De Bruyne. Was soll's? Das war komplett Katastrophe. Ruiz nehmen wir mit. Weiter geht's. Wir bräuchten jetzt noch De Bruyne. Oh, Harry Kane, ey. Nice. Hätte ich doch besser Sanchez mitgenommen gerade. Kacke, ey. Ich treffe aber heute echt viele schlechte Entscheidungen, muss ich ehrlich sein. Sanchez, ja. Ja, Mertens war jetzt dann doch nicht so gut im Endeffekt. Kacke, Alter. Ey, Mann, ey, ich habe voll viele scheiß Entscheidungen hier heute schon wieder getroffen. Das Team hätte jetzt viel, viel besser aussehen können. Ich bin selber schuld. Oh, Maradona! 97! What? Den hatte ich noch nie. Oh mein Gott, Leute. Maradona hatte ich noch nie. In einem verdammten Footgraph, die 97er-Version. Oh mein Gott, ey. Was heißt, passt perfekt rein, aber bringt hier erstmal 8 Chemie. Dann kommt hier Busquets rein. Bringt auch gar nichts. Danke dafür. Ey, scheiße, Mann. Ey, warte mal. Was ist, wenn wir den jetzt hier wollen? So ist besser. Zack, so. Oh, so. Okay, so könnte es klappen. Okay, wir lassen es erstmal so. Alter, Maradona, ey, kranke Sache, 97er rated, das ist natürlich heavy, ey, Leute. Jetzt guck mal, ob du den vielleicht irgendwie in den Sturm stellen kannst. Ich weiß, das ist ZOM, aber. Nein, das hat gar keinen Sinn, ich hab Harry Kane, Digga, aber wir müssen Harry Kane halt noch irgendwie linken. Neymar, Junge, was kriegen wir für Spieler? Nein, warte. Doch, der passt doch. Nein, Benzema bringt nicht wirklich viel. Wir müssen, glaube ich, Sanchez mitnehmen. Das ist wieder eine kranke Entscheidung. Nein, wir müssen Sanchez mitnehmen, dann haben wir Premier League-Spieler. Ja, wow. Das ist gut, Mann, Sanchez. Wofür brauche ich einen Stürmer? Der linkt doch hier, zack, bam, zack, dann sind wir doch auf 88 Chemie erstmal. Das geht in Ordnung. 91er Bewertung, Leute, das ist ein heftiges Team, Alter, das ist richtig geil. Ich hoffe mal, hier kommt... Oh, Junge, was ist hier los, Mann? Das gibt es nicht, 92er Bewertung. Hey, Leute, eines der heftigsten Teams überhaupt, das ich jemals gebaut habe hier, ey, kranke Scheiße. Bale kommt jetzt erstmal auf den Flügel. Okay, wir brauchen noch neue Innenverteidiger. Ey, Leute, wie heftig ist das denn bitte, Mann? Richtig krank. Okay, was ist, wenn wir Koki reinstellen? Bringt gar nichts. Okay, warte, Koki hier rein. Nein, es bringt auch nichts. Scheiße, wir brauchen 9 Innenverteidiger, Leute. 4 Spieler haben wir noch. Ey, was ist das für ein Team? Das ist unfassbar. Ach, das war scheiße. Mesa nehmen wir mit. Oh, wir brauchen jetzt noch irgendwie einen Innenverteidiger, bitte, der irgendwie ins Team passt, Leute. Komm. Scheiß Ernst. Ah, Bender. Ich muss Bender mitnehmen, der Rest bringt hier gar nichts. Ja, ich nehme mal Bender mit, der linkt da wenigstens Hummels, ne? Zack, bringt uns erstmal ein paar Schiebepunkte mehr, 92. Ey, Leute, wir brauchen La Liga, Mann, komm, das kann doch nicht euer Scheißernst sein. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Man kriegt wieder keinen Spieler, der reinpasst, ich fasse es nicht. Oh mein Gott, wir nehmen erstmal Montreal mit. Das war kacke, Leute, wir sortieren mal kurz. So, Leute, 92 Chemie, wir brauchen jetzt irgendwie einen Bundesliga-Torwart. Der könnte uns eventuell noch retten. Neuer, komm, und Ter Stegen ist gut. Jawohl, Ter Stegen ist jetzt auch nicht so gut. Ey, scheiße, Mann. Loris haben wir. Obwohl, Loris wäre vielleicht sogar gut. Dann wäre unser Torwart auf 7 Chemie, auf 10 Chemie, dann wären wir auf 95 Chemie. Ich muss kurz überlegen, Leute, was wir jetzt hier machen. Okay, Leute, wir müssen Loris mitnehmen. Bundesliga-Keeper hätte uns auf 100 Chemie gebracht. Man kriegt sonst immer einen so einen schlechten Bundesliga-Keeper und der bringt uns jetzt hier nur 3. Der bringt uns gar nichts. What the fuck? Okay. Ach, das war dumm von mir. Stimmt, Alter. Der hat ja 2. Die anderen hätte Testing hätte auch nicht mehr gebracht, glaube ich. Von daher eigentlich unnötig. Obwohl. Ach, keine Ahnung, Leute. Auf 100 Chemie wären wir, glaube ich, eh nicht gekommen. Es hat einfach am Ende nicht gereicht von den Spielern her, wegen der Chemie und so. Aber es war ein heftiges Team, Mann. Es hat mir gut gefallen. Wir machen nochmal kurz
den Manager und schau mal, was wir noch rausholen können. 8 Chemiepunkte durch Manager ist unmöglich. Ich habe schon einmal 7 bekommen. Nie bekommen wir 3. Schade, Mann, aber das war eines meiner heftigsten Teams überhaupt, Mann. Von der Chemie her leider nicht, aber Maradona alleine ist schon krank. So, ab geht es. 3-4-3-Formation. Schauen wir mal, wie es bei dir hier heute aussehen wird. Was ist heute los? Zweimal der seltenste Spieler überhaupt hintereinander. Ey, das gibt es nicht. Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist einfach der seltenste Spieler mit Abstand in dem Football. Ich habe den bislang noch nie gehabt. Und jetzt kommt er zweimal hintereinander. Silva, 92er Plus Spieler. Alter, was wird das für ein Team hier? Ich sag's dir. Okay, Torwart muss jetzt gut werden. Am besten natürlich De Gea oder so. Oder Loris. Oh nein, ja, ist okay. Geht klar, Mann. Der ist Franzose. Links sogar Umtiti. Gott sei Dank ist Umtiti mitgenommen. Okay, mach den Stürmer, ja, würde ich sagen. Okay, der muss jetzt natürlich gut werden. Das ist immer wichtig. Ja. Oh, Griezmann. Nice, Alter. Hatte ich auch noch nie gedraft. Nice, Alter. Ich kriege heute geile Spieler, Mann. Das ist richtig geil, Leute. Okay, wo machst du weiter? Erstmal ein bisschen Abwechslung, gucke. Junge, was ist Toni. Das? Ey, Leute, was ist heute los? Okay, wie viel krank. Wie viel haben wir jetzt? 90 plus? 1, 2, 3, 4. Ja, okay, 4 Stück. Das ist erstmal stark. Loris ist auch noch 89, also bleib mal ruhig. Er ist schon echt gut. Komm runter, Peter. Okay, Innenverteidigung. Hau raus. Der muss gut werden, das ist immer wichtig. Jorente, das ist eigentlich gut. Das ist echt gut. Okay, das ist klar. Okay, wo machst du jetzt? Linkt der Loris, man sieht es ja gar nicht wegen Loris. Nee, der linkt den nicht. Der ist ja. Mach erstmal den rechten Flügel. Weil du hast die Chance auf Foot Birthday Ronaldo. Oder? Messi und Hazard. Einem straight Messi mit ohne zu zögern. Linker Flügel. Messi muss man. Ja, muss man ehrlich. Timothy Ronaldo. Okay, du musst ihn mitnehmen bei diesem Draft. Du musst ihn. Scheiß auf die Foot Birthday Card. Okay, was ist das für ein Team? Warte mal. 92! Nach der Startelf! Ey, nur Skrittel muss weg, dann ist 100 Chemie. Nur Skrittel muss weg. Ey, warte. Tausch mal Jorente mit Skrittel. Bringt das was? Und jetzt tausch mal Nein, lass erstmal. Das macht keinen Sinn. Das bringt gar nichts. Du musst nur noch Skrittel aussuchen. Lass es. Ey, was ist das für ein. Leute, was sind die heute wieder für Teams am Start? Das ist unfassbar. Shevchenko. Ey, Leute! Der Typ, ey, mein Team war ja schon nicht schlecht, aber der übertreibt es gerade wieder komplett. Stellen wir einfach unten für. Okay, 90er Wertung, 92er Wertung. Okay, und mach weiter. Das sieht nice aus. Ey, 2 Icons, du könntest sogar noch den Rekord toppen mit 3 Icons in einem Draft. Ich dachte gerade schon wegen dieser Animation. Und es geht weiter. Okay, Pogba, aber kannst du nicht gebrauchen, Digga. Pogba kann man einfach nicht gebrauchen. Schon wieder. Ey, Leute, was ist hier los? Oh, Piqué ist perfekt. Damit bist du auf 100 Chemie, Digga. Damit bist du. Scheiße. Ah, warte, tu mal Shevchenko für Jorente. Tu mal, ist egal erstmal. Ja, Nur fürs Rating. Vielleicht kommst du 93. Sortier mal kurz. Tausch mal so 2 hin und her. Nee. Du kommst nicht auf 93. Schade. Egal, mach erstmal weiter. Du könntest gleich noch auf 93 hochkommen. Oh, Sanchez. Warte. Jetzt überleg mal ein bisschen. Stell ihn mal rein. Ich hab eine Idee. Wir tauschen mal kurz um, Leute. Und zwar, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben mal ein bisschen umgestellt, Leute. Und. Ja, jetzt tauscht mal Griezmann genau mit Jorente. Ja, 93, da haben wir es doch, Leute. Kranke Sache. 95 Chemie, 93er Bewertung. Mertens! Junge, es geht weiter, Alter, es geht weiter. Okay, sortier mal kurz die Bank. Kurz Griezmann dahin und so. Junge, was ist das für ein Team? Er hat 92. Das könnte dein bestes Footdraft-Team aller Zeiten werden in FIFA 18. Okay, mach weiter. Schauen wir mal. Du musst jetzt einfach das. Halt einfach das Rating irgendwie. Ey, ich bin auf 92 runter, warum? Ja, okay, du droppst immer ein bisschen. Aber ja, aber warum? Das war bitter. MP Green mit den Highs rated. Okay, weiter geht's. Ey, Leute, jetzt kommen wir natürlich nur noch. Oh mein Gott. Das ist natürlich klar, es kam mit so viel Krasse. Jetzt kommen natürlich Broke-Spieler, Depay, einfach Highs rated. Du musst ja eh nur noch Highs rated. Auf 100 kommst du, ja? Das wissen wir schon. 91, ja, geil, Alter. Ah, da geht's los. Scheiße, jetzt geht's los, Leute. Egal, aber Thielemanns, das ist trotzdem dein bestes FIFA 18 Draft. Ich sag's dir. Jetzt kommen nur wieder Di Maria. Nice, der war wieder gut. Warte. Na, kannst du dich reinstellen, hat keinen Sinn. Oh, Azpilicueta. Der könnte wichtig sein. Nein. Warte doch erstmal. Ja, warte mal, so kommst du. Totes Genie. Bernhard, jetzt stell mal kurz nochmal ein bisschen um. So, 191er Draft wird es, glaube ich, safe. Damit ist das, glaube ich, dein bestes FIFA 18 Foot Draft. Oh nein. Scheiße. Alter. Nicht auf 90 jetzt runter. Schau mal, nimm den Highest Rated mit. Du bist auf 90, aber durchsortieren könnte es wieder klappen. Erst Miffies. Okay, nimm ihn mit. Doch, du bist. What the fuck? Nee, du bist. Komm mal, nimm einen mit, ist egal, Junge. Hauptsache der Highest Rated, 93. Jetzt sortier mal wieder, dann solltest du, glaube ich, wieder auf 91 hochkommen. Wenn nicht. Was ist das wieder für Typen?
Ja, das ist echt bitter. Ey, die letzten 6 Spieler, die waren so schlecht. Das ist schon echt. Aber alle 6. Die waren alle komplett Katastrophe. Okay, dann war einmal kurz die Maria, aber der Rest. Egal. Kommst du nicht mal auf, ne? Ey, what the fuck? Joch, 91, Junge. Alter, ich dachte schon. Okay, aber das ist dein Bestes. FIFA 18 Footdrop aller Zeiten. Mach noch kurz den Manager und dann schauen wir mal. Na, du kommst 2 Schienen, die kriegst du. Kannst nicht mehr tauschen. Mach einfach Manager. Nur noch hier im Minusbereich. Lass es lieber. Lass es einfach. Lassen. Tut es lieber lassen. So alles. Ja, der ist gut, der erste. Scheiße, Digga. What the fuck? Okay, warte, warte, warte. Ist egal, du kriegst noch. Warte, nimm irgendeinen mit. Wir können ja, ja wieder. Trotzdem, dann ist es aber wieder 90. Ja, irgendeinen war jetzt nicht so clever. Du hättest besser den Spanier mitgenommen. So, da ist es wieder. 191er Draft. Trotz Vitolo, Digga. Naja, Leute, das war's dann von diesem Footdraft-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Sein bestes FIFA 18 Draft. Was haben wir für 2 heftige Teams gebaut? Es waren so viele kranke Spieler am Start. Lasst dafür ein Like da, Leute. Lasst dafür ein Abo da. Und checkt jetzt noch meinen Shop aus, falls ihr euch noch zu Ostern was holen wollt. Ihr wisst es, den hier gibt es auf 200 Stück limitiert. Bis zum 6.4. in meinem Shop. Den auch auf 200 Stück limitiert. Und zu jeder Bestellung gibt es eine gratis Autogrammkarte dazu. Und die goldene limitierte Nice-Tasse. Beste Tasse, oder? Gibt es natürlich auch noch gratis zu jeder Bestellung von einem Hoodie dazu. Das können die limitierten Hoodies sein, das können die anderen Nice Hoodies sein, das können diese Nice Hoodies sein, die auch neu im Shop sind. Also gerne mal abchecken. Danke dafür Unterstützung. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein und ciao.